Ja, und damit willkommen zurück zu Railroader. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich nochmal neu anfange und das auch ein bisschen besser dokumentiere als wie beim ersten Durchlauf. Und ich fange nicht nach dem Railroad-Standard an, sondern ich habe mir ein bisschen meinen eigenen Start gebastelt. Zum einen haben wir hier diese Personenwagen als Standard erstmal. Und wir haben als Startlokomotive die C25 Constellation und die zweite Lok. Die steht momentan gerade da unten. Schauen wir uns die mal ganz kurz an. Hallo. Dachte ich mir, starten wir schon mal direkt mit so einem kleinen Diesel-Shunter. Der erwartet, bis hier mal das Ganze hier geladen ist. Das heißt, wir haben momentan nur diese eine Lok. Und meine persönliche Regel wird sein, wenn ich selber fahre, dann ohne KI und in der Ego-Perspektive. Mit der einzigen Ausnahme, dass wenn ich rangieren tue, dann gehe ich nach hinten, dann spiele ich den Rangierbegleiter, der dann auf die KI mal mir helfen. Sonst geht es ein bisschen schwer. Ja, soweit der Plan. Wir haben hier schon Sachen bekommen. Ich habe mal die Strecke für Bryson schon mal gekauft. Das sind die Sachen hier hinten dran. Und ganz zum Schluss haben wir da noch für East Vigia Diesel Stand noch einen Wagen. Und der muss hier vorne hin. Den lassen wir jetzt hier noch. Okay, ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal bis nach Ela. Die ersten Wagen abliefern, tun da einmal umsetzen. Nehmen den für. Na, ja, warte, das macht gar nicht so viel Sinn. Na, ich glaube, wir tun den einen Wagen. Mal den einen Wagen gerade mitnehmen auf Ela. Oder zuerst mit dir. Ich glaube, wir können den Bitte hier mal stehen lassen. Das wäre zumindest eine Option. Okay. Pfeife habe ich hier auch angepasst. Klingt momentan so. Ich glaube, das klingt ganz nice. Ich würde sagen, los geht's. Die Lok ist soweit einsatzbereit. So, lauf hier. Wobei, wir haben nicht mehr so viel Kohle. Kurz gucken, 3,2. Ja, doch, das müsste ich eigentlich gut ausgehen. Okay, also, du bist voll drin, Bremsen sind drin. Na, weg. Na dann, würde ich sagen, Abfahrt. So. Na, irgendwas habe ich jetzt vergessen. Ah, Independent Break. So. Nice. Das funktioniert ja schon mal gut. Wir können jetzt schon mal auf der Karte gucken, ob die Weichen soweit passen. Das ist in Ordnung, das passt alles. Wir könnten aber hier eigentlich schon mal nach links fahren. Den einen Wagen dann da stehen lassen. Wobei war der Dieselstand. Muss er nicht da rein? Ich glaube, ich schau mal ganz kurz. Wo ist der Wagen? Wo ist denn das? Equipment Operations. Ist wieder Dieselstand. Ach, der muss da rein. Ah, okay. Ja gut, dann machen wir das doch gleich. Dann fahren wir da erstmal vorbei. So, auch mal ein bisschen nach hinten. Danke für den Soundwechsel. So, ich glaube, wir können mal rollen lassen. Müssen wir ja nicht unnötig hier Gas geben.
Ah, wie ging das mit dem Rausgucken nochmal? So, ne? Holy shit! Was für ein Zoom! Oh, ich glaube, jetzt ist gut. Gehen wir mal hier wieder rein. Einmal die Bremse bitte. Gut, dann virtueller Kollege, darfst du mal übernehmen? Ich helfe dir mal von hinten. So, Dieselstand. Ja, mal die Weichen hier. Hallo? Ich glaube, das ist ein Better Control, das tue ich wieder weg. Das irritiert mich so ein bisschen von der Steuerung. Weil der zum Beispiel so, ich tue da einmal Rechtsklick machen, dann habe ich hier so die Kameraschwenksachen. Und ansonsten hätten wir ja rechts gedrückt halten müssen. Wir gehen jetzt mal hier rauf. So, dale. Kollege, bitte. Einmal rückwärts mit 10. Ich glaube, wenn man das so spielt, ist das nochmal ein anderes Erlebnis. Und wenn wir dann in ELA sind, können wir mal schauen, ob wir den Dieselschanter dann schon mal losschicken können. Wenn der dann unten ist, wäre dann glaube ich auch noch eine Passagierfahrt nicht schlecht. Aber wenn wir dann im Weißen auch gerade den Dieselstand dann mitkaufen, so früh wie möglich. So, Kollege, bitte ein bisschen langsamer. Dankeschön. Und anhalten. Jetzt ist gut so. Einmal runter hier. Ja, er hat es aufgenommen. Söderli. Einmal so. Dankeschön. Einmal so. Und einmal so. So. Handbremse wäre natürlich noch ganz von Vorteil. Nee, jetzt ist es angezogen. Dass du mir hier mal bitte nicht abhaust. Siddeli. Das ist jetzt alles Bridge-Side. Jo. Wunderbar. Siddeli. Oh, wieder selber. Aber einmal so. So, Headlights. Shit, wie ging denn hier nochmal das Licht an? Ich kann selber mal gucken. Bitte die einmal auswählen. Hallo. Ach, ist eh schon an. Gut. Also dann. Einfach was. 000. Gelöst. Ah ja, gut. Richtungsänder nach vorne wäre natürlich auch nur von Vorteil. Wunderbar. Aber so wie es dann auch hier wieder mehr zu tun hat, wenn wir auch hier wieder Multiplayer spielen. Ja, allein wird es ansonsten ein bisschen too much. Aber ich bin nicht der Einzige, der jetzt neu angefangen hat. Ein paar andere.
auf unserem Discord-Server. Haben wir jetzt wieder neu angefangen. Gerade jetzt mit den neuen Mods, gerade das mit der Weichen umstellen, also den Handweichen, das ist halt schon ein großer Pluspunkt. Bin auch gespannt, was da modtechnisch und alles auf uns zukommt. Community ist da sehr fleißig. Ja, gehen wir mal zurück auf 60. Sieht doch gut aus. Wie konnte ich in die... Ach. Oh, die andere Seite. Okay. Ein bisschen mehr Schmackes können wir noch geben. Okay, ja dann. Mal, dass wir auf Geschwindigkeit kommen. Es war auch eine Überlegung, ob ich sage, ich fange gleich nur mit Diesel an, aber nee, nur Diesel war dann auch ein bisschen langweilig. Ihr braucht Dampfloks. Ja, hoffentlich kommt es mit dem Heizen irgendwann. Das wäre dann richtig spaßig. Tüdelä, Achtung, Zug durch fort. Eigentlich hätte man auch einen gemischten Zug machen können, mit Personenwagen. Naja. Das nächste Mal dann. So, dann wieder rein hier. Oh, Constellation, gib mal ein bisschen Gas. Knapp 1000 Tonnen, das kriegst du doch hin. Upsale. So, komm nochmal her. Hä? Aber was machst du? Ah, jetzt geht's. So. Okay, ich glaube, das mit den Better Controls mal wieder weg. Das ist ein bisschen sehr verwirrend. Okay, knapp 30. Rechnet. Mega schnell fahren. Hallo, Bottle, danke. Was natürlich auch eine Option wäre, ist natürlich in Alaka zu starten. Aber da hast du natürlich auf der Anfangsstrecke natürlich nicht so viel an Industrien, was du bedienen kannst. Ja, eigentlich bräuchtest du dann die Strecke bis Alaka Junction, damit du zumindest die Mini bedienen kannst. Ja, immer runter mit dem Gas hier. Jetzt wird es ein bisschen schnell hier. Und ich mag mich erinnern, da kommt irgendwann die 30er Kurve. Oh, und ich habe noch einen Mod installiert.
der mir im Chat die Schadensmeldungen reinschreibt, wenn irgendwas kaputt geht. Das könnte ja noch ganz praktisch werden. Oh, mal ein bisschen reinbremsen. Ach, Kamera. Ich glaube, die Kurve war es, oder? Jo. Einmal 30. Minimal so schnell, das passt schon. Ein bisschen reingehen, so mit 10%. Ja, es ist halt schon ein schönes Spiel. Das kann man schon nicht sagen. Ja, da wird es noch ein bisschen lang dauern, bis wir zu dem Spiel, wenn überhaupt, mal einen Editor bekommen. Aber dann stellen Sie mir vor, was man da so Geiles bauen könnte. Aber dann wäre es auch irgendwie nice, wenn wir schon mal einen Editor haben, dass man vielleicht auch die Geologie verändern kann. Zum Beispiel etwas, was in Rainbow Online ziemlich nice wäre, wenn man das tun könnte. Siddeli! Wir werden da. Oh, wie sind jetzt die Weichen? Ah, die Weichen sind gerade aus. Sehr gut. Ja. Hallo, Bremse. Dankeschön. Mal ein bisschen reinbremsen hier. Da vorne. So, einmal umsetzen da hinten. Ja, das sollte reichen. Gut, 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 gut. Sedele. Ich bin sicher, mach die Handbremse rein. Machen wir das mal. Handbremse. Danke. Sedele. Einmal hierzu. So, Sedele. Da sind wir. Gut. Einmal auf die untere Seite. Sehr gut. Wunderbar, so, einmal die Bremse, dann grün. So. Das war jetzt komisch. Bist du mit dem Buffing einfach noch weitergegangen? Na, okay. Es ist ja Early Access. Aber generell, mit Bugs hat man hier wirklich kaum Probleme. Okay, einmal Retour bitte, danke. So, und jetzt haben wir hier mal ein bisschen cheaten. Ah, so. Du gehst nach links, links, einmal so. Dann müsste das passen. Was sagst du? Das hat gut ausgesehen. Oh, Kamera.
kam mit dieser neuen Kamerasteuerung nicht klar. Die ist echt komisch. Oh, wenn das jetzt mal nicht zu früh war. Oh ne, sehr gut. Dankeschön. So. Was eigentlich auch witzig wäre, ist, wenn es mal einen Mod geben würde, oder vom Spiel selber, wenn man die Kupplungsart ändern kann. Die wäre dann natürlich nicht sehr realistisch, aber witzig wäre es. So, dann ist hier ran, ohne dass es zu fest kracht. Ja, das war ein bisschen zu viel. Komm, nice. Klang zwar ein bisschen brutal, aber das war sanft, würde ich jetzt mal gesagt. Dankeschön. So, dann fehlt ja nur noch die Handbremse da hinten. So. Es soll übrigens in Railroads Online auch kommen, dass man die Weichen steuern kann über die Karte. Das haben sie zumindest auf dem Kommentar von meinem Video gesagt. Das war unglaublich schlau, was ich hier gemacht habe. Den Zug nicht eingebremst. Dafür gibt es Punkteabzug. Wir müssen sowieso da runter. Das Einzige, was noch nicht passt, das ist die Weiche da. Okay. Ja, lassen wir mal 60% drin. Los geht's. Jetzt ist halt mit der Sicht ein bisschen doof. Wie weit ging denn das rein jetzt eigentlich? Sehe ich das hier? Ja, sehe ich. Nicht sehr weit. Aber ich sehe von hier mal ein bisschen mehr dann in der Kurve. Ach, so dumme Kamera. Nein! Scheiße! Oder ich mache den Cheat hier, dass ich dann einfach da immer der Maus drauf gehe. Und schau mal, wenn das Reis zum Leuchten anfängt. Das hat Unfallpotenzial. Lass mich mal hier hin. Oder die Map. Ich bräuchte eigentlich jemanden vorne. Meine einzige Regel ist, dass ich die GUI-Steuerung hier nicht nutze. Aber ein bisschen rausschauen kann man ja. Oh, da wären wir schon. Ich möchte jetzt schon mal ein bisschen bremsen. Ein Wagen fehlt noch. Komm. Weg rein.
Jetzt komm. Passt. Ist drinnen. Geil. Ich hab's geschafft, ohne einen Unfall zu bauen. Nice. Jetzt würde ich interessieren, wie viel Luft hätte ich jetzt nur nach hinten? Oh, da habe ich ja noch einiges. Alles klar. Jo. Ach du. Also Field of View, ne? Ach, das Gefühl, man wäre es auf dem Trip hier. mach das hinter oder vorne? Nein, ich glaube, ich mach vorne. Ich werde da die Handbremse hier mal reinmachen. Wo ist die bei dir? Da. Okay. Einmal. Hallo? Hallo? Kannst du bitte zugehen? Hallo? Was ist denn da jetzt hier los mit der Steuerung? So. Und ich würde sagen, wir machen leer. Ah, shit. So. Einmal offen. Das wär's eigentlich gewesen. Dann müssen wir es eigentlich mit der Lok nur noch zurückfahren. Und eventuell wäre dann der Holzzug noch zu fahren. Ich würde sagen, die Rückfahrt, die cutte ich mal für euch. Und dann sehen wir uns in Wittje wieder. Also, bis gleich. Södele, da bin ich wieder. Ich habe hier mal ganz kurz Wasser gefasst. Wir fahren jetzt weiter runter, holen uns unseren Kohlewagen noch. Und bringen den mal zu der richtigen Position, weil, ja, so wahnsinnig viel Kohle haben wir hier nicht mehr. Ich versuche das jetzt mal mit der Tastatur zu machen, die ganze Steuerung. Das ist ein bisschen angenehmer als wie da hinten. So, komm, geh mal wieder. Hallo? Darf ich hier wieder rein? Hey, soll das? Komm ich da nicht mehr rein? Was ist denn das jetzt? Ah, jetzt. Manchmal ein bisschen fragwürdig. So, Reverser war hier. Okay. Da wäre jetzt eigentlich die Raildriver-Steuerung ganz praktisch. Na komm, ein bisschen Schmack ist noch. Ja, die Weichen müssten eigentlich noch passen. Das passt, das passt, das passt. Und da hinten gerade durch. Das sieht gut aus. Ah, was? Gehen wir mal in die Außenansicht. Oh, man kann sie ja trotzdem noch manuell steuern hier. Mal Zylinder hin, wo waren die eigentlich? War das C? Ah, tut sich nichts. So, ich hoffe, das war richtig, dass ich jetzt da hinten gerade durchfahre, aber es sieht schon danach aus. Jo, sehr gut. Bei der Rückfahrt hatte ich jetzt noch irgendwie die Idee, dass man sagt, jeden Tag hat man anders Wetter. Wenn man zum Fahren jedes noch ein bisschen anders hat vom Setting. Das wäre eigentlich noch ganz witzig. Du stehst nicht da, wo ich dachte, dass du stehst. Das ist ein bisschen dämlich jetzt. Schade, jetzt bin ich falsch gefahren. Ah, wobei. Das ist vielleicht gar nicht mal so doof, dass er jetzt da steht, weil ich kann jetzt das mal mit dem Handpushing mal ausprobieren, was jetzt stärker ist. Das wird
tue den mal hinten rein. Und dann versuchen wir den mal von Hand anzuschieben. Ein Stückchen noch. Sehr gut. Hätten wir das einmal lösen. Gut, dann wären wir opferbereit. Soll ich? Weißt du was, ich gehe glaube ich gerade schon mal direkt hinten drauf. So, Reverser. Bitte einmal nach vorne. Einmal lösen und los geht's. Wobei, soll ich unsere eigenen Wagen wieder mal rot machen? Ich will gerade währenddessen mal machen. Ja. So in die Richtung. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Wieso gibt es eigentlich den Wagen nicht ganz normal im Karrieremodus? Den kann man sich irgendwie nur per Sandbox holen. Genauso wäre auch mit dem komplett leeren Wagen hier. Ich meine, der ist total useless, stand jetzt. Aber trotzdem. Man sagt, man stellt es dann irgendwo ab, so als Mannschaftswagen für die Industrie. Tö. Einmal bremsen bitte, dann grün. So, den Kollegen brauchen wir. Das müsste eigentlich passen, wobei wir gehen da mal gerade rein. Soll. Ich habe da gerade eine dumme Idee. Södele. Wir werden einmal die Bremse ran, einmal hier lösen. Ja, bei, wenn ich jetzt hier so rangehe. Ne, geh mal kurz ran. Ich erreiche dich. Ich erreiche dich. Okay. Probieren wir das mal. Einmal rückwärts, dankeschön. Und gib mal ein bisschen Schmackes. Okay. Ciao. Weil dann steht die schon mal gut für die Bekohlung. Oh, bis hinter der Weiche bitte. Nice. Das ist schon echt nice, dass man das machen kann. Ja, wir gehen da jetzt mal hier rauf. Da sind wir frei. Passt. Gut, dann schauen wir mal, wie stark das jetzt ist. Gehen wir hier ran. Oder Steuerung R, ne? Ne? Steuerung E? Shift E? Ah. Oder? Irgendwas mache ich ja falsch. Das ist irgendwie nicht so schnell. Da habe ich mir jetzt irgendwie. Oh, nicht drauflaufen. Ich glaube, ich habe hier die. Na doch, Shift R ist es.
Komm. Okay, das geht allein doch jetzt viel besser. Wie weit muss ich eigentlich? Okay, habt ihr noch ein bisschen. Stell dir mal vor, kommt es da irgendwo zu einer Eisenbahn hin. Da schiebt einfach mal einer so einen Güterwagen durch die Gegend. Ein Human Power. Das einzige Blöde ist, hier kann ich die Bremse nicht reinmachen. Muss so ein bisschen von alleine. Stückchen noch. So, und anhalten. Dann passt es. Ich glaube, die Dinger kommt man ja auch aufmachen, ne? Ja. Sehr geil. Schaut, dass wir natürlich hier keine Animation haben, wie das da hier reingeht. Aber ich würde sagen, fast perfekt. Ein bisschen weiter nach rechts. Grundsätzlich, aber das passt. Du hast es eh auch mit angenommen. Sehr gut. Warte mal. Cool shoot. Lower. Ach so, für da hinten. Okay. 0,9 Tonnen. Ja, wird weniger. Und da mehr. Sehr gut. Dann fehlt eigentlich nur noch die Bekohlung von der Lok an sich. Wir können hier mal wieder vorwärts und ein bisschen Gas geben. Echt umständlich, wie ich das mache. So, oder hier. Ha! Nice! Schön mittig. Okay, das wäre das hier. Währenddessen, wie sieht es denn da unten aus mit dem anderen? Aber ich glaube, da hat sich noch nicht sehr viel getan. Nö, der braucht doch. Und da kann ich auch die Zeit ein bisschen vorspulen lassen. Sehr gut. Ja, okay. Ich würde sagen, für die Episode reicht es erstmal. Ich werde die noch an den Personenzug ranmachen. Wenn der andere Holzzug dann fertig ist, werde ich den da runterbringen. Oder machst du mit euch? Mal gucken. Und dann geht's weiter. Aber liebe Leute, wir fangen wieder neu an. Freue mich schon irgendwie. Und wenn ich dann irgendwie während meiner Session interessante Mods finde, dann werde ich die natürlich nutzen. Mods sind grundsätzlich hier erlaubt. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Fahrt. Macht es gut. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.